Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf die UGG. Heute ein sehr ungewöhnliches Video, meine lieben Freunde, also haltet euch fest. Und zwar dreht sich unser Thema heute um Frau Angela Merkel, unsere sogenannte Bundeskanzlerin, meine lieben Freunde, ja. Also wer es noch nicht wusste, das ist eine Frau, kein Mann. Ne? Naja. Auf jeden Fall hat die Bundeskanzlerin vor einigen Tagen oder besser gesagt vor einigen Wochen sogar einen sogenannten Zitteranfall. Nach ihren Angaben hat sie wohl an dem Tag zu wenig Wasser getrunken. Sie hat auf jeden Fall angefangen zu zittern. Ich zeige euch mal den kurzen Clip, Freunde. Da könnt ihr euch mal einen Blick von machen. Also ich habe inzwischen mindestens 3 Gläser Wasser getrunken. Das hat offensichtlich gefehlt. Und insofern geht es mir sehr gut. Der Rapper Haftbefehl hat bereits schon darüber sich geäußert und hat über Instagram ein Video rausgehauen an die Bundeskanzlerin, die aber natürlich noch nicht dazu sich geäußert hat oder geantwortet hat. Wäre ja auch lustig, wenn sie Haftbefehl antworten würde, oder? Naja, auf jeden Fall hat er wohl, ich zeig's euch mal, liebe Freunde, da brauche ich hier nicht ein bisschen Blabla zu machen, ne? Ich, Haftbefehl, Eikut Anhan, folge ab jetzt der Bundeskanzlerin von Deutschland. Früher mochte ich sie nicht, aber mittlerweile habe ich wirklich Sympathie für sie empfunden. Und ich bin ein riesengroßer Angela Merkel-Fan. Im Gegensatz zu den anderen Idioten tut sie wenigstens was. Ich hoffe, all die Taten, die sie in den letzten Jahren begangen hat, kamen vom Herzen und waren kein Befehl der US-amerikanischen Politiker oder vom Weißen Haus. Ich hoffe, Deutschland, die Bundeskanzlerin, handelt in unserem Interesse und nicht der Amerikaner. Destotrotz, ich, Eikut Anhan, möchte was loswerden. Mein Lieblingspolitiker ist und bleibt Helmut, nein, nicht Helmut Kohl, der Betrüger, sondern Gregor Gysi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Kanzlerin, die ich sehr achte, hochachtungsvoll Respekt vor ihr habe, was ich früher nicht hatte vor ihr, aber ich zahle jetzt mittlerweile knapp 1 Million Euro Steuern im Jahr, deswegen muss ich so Sachen verfolgen. Meine Frau sagt mehr, wie auch immer, ist auch unwichtig. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, von ganzem Herzen, dass wenn die Bundeskanzlerin irgendwann aufhört, dass Herr Gregor Gysi unser neuer Bundeskanzler wird. Von ganzem Herzen wünsche ich mir das. Sorry, ich muss was korrigieren. Nicht Herr, sondern Dr. Professor Gysi. Schönen Abend. Jo, meine lieben Freunde, da seid ihr natürlich wieder zurück. Das war, wie gesagt, der erste Anfall von der Frau Angela Merkel. Mittlerweile hat sie ihren zweiten Zitteranfall bekommen. Und mittlerweile hat sich auch der Rapper Kollega dazu geäußert. Und zwar mit folgender Aussage. An dieser Stelle auch nochmal Shoutouts und gute Besserung an die Kanzlerin Angela Merkel. Gute Besserung. Hat da letztens den Campino gemacht. Wieder stabil werden ist das Motto jetzt. Vielleicht einfach mal im Alpha-Mentoring vorbeischauen, dann kriegen wir das schon wieder alles hin. Ja, meine lieben Freunde, man weiß jetzt nicht genau, ob man es wirklich in die lustige Schiene schieben kann. Ich finde es ehrlich gesagt, egal welcher Mensch das auch ist, ziemlich schade. Sowas macht man nicht. Die Kanzlerin macht wenigstens was auf dieser Welt. Das hat ja Haftbefehl auch schon gesagt. Ja, ich finde, man sollte trotzdem noch irgendwo Respekt haben, scheißegal, ob man diese Person mag oder nicht, ihre Politik mag oder nicht, obwohl, sie hat ja was gegen YouTuber, ne? Sie hat ja diese Artikel 13 Geschichte ins Bild. Oh mein Gott, Frau Merkel, CDU, ich hasse euch. Nein, Spaß, meine lieben Freunde. Behaltet einfach immer Gutes im Herzen, Freunde, und hatet nicht und, ja, scheißegal. Die ist auch nur ein Mensch, wir sind auch nur Menschen, also in dem Sinne, Peace, Respekt an die Frau Merkel und Peace and Out. Danke, dass ich in diesem Land, dem Dorf, als Kenneck und naja, nee, ich glaube, ich schneide das raus. Peace and Out.